Meine Damen und Herren, in der Reihe Zeugen des Jahrhunderts bringen wir nun ein Gespräch zwischen dem früheren Bundesminister Hermann Höcherl und Wolf Posselt. Herr Höcherl, Sie galten über lange Zeit in der deutschen Nachkriegspolitik als ein Schlitzohr der ersten Kategorie. Hat Sie dieses Prädikat gestört? War es Ihnen wurscht oder haben Sie es vielleicht sogar als eine Art Auszeichnung empfunden? Ja, der Urheber und der Autor dieses Schlitzohrigkeit soll ja Adenauer gewesen sein. Aber die Urheberschaft ist nicht verbürgt. Nun gehören wir Oberpfälzer ja zu den unempfindlichen Stammesgenossen. In Bayern, mir war das ziemlich gleichgültig. Gelegentlich war das vorteilhaft, aber bei anderen Anlässen hat es natürlich auch einen gewissen Verdacht erregt. Aber insgesamt konnte man mit dieser Schlitzohrigkeit gut leben. Herr Höcherl, wir sitzen hier in Brennberg in Ihrem Haus, in Ihrem Arbeitszimmer, mitten unter Tausenden von Büchern. In diesem Ort wurden Sie am 31. März 1912 geboren. Ihr Vater war Bauer. Sie bleiben das einzige Kind. Wie groß war der Hof Ihrer Eltern und wie viel Stück Vieh hatten Sie? Also die Sache ist so, ich bin hier geboren, genau wie meine Frau. Das ist ein tausendjähriges Dorf mit einer großen Geschichte. Aufgewachsen bin ich in der Rodinger, im Landkreis Roding. Und zwar in einem kleinen Weiler, der Löbling heißt, wenn Sie dem Regen folgen, nachdem sich der Weiße und der Schwarze verbunden haben, und gehen bis zur Einmündung des Perlbachs bei Drasching, und dann eine kleine Höhe, aber da werden Sie einen Ausschnitt sehen, der noch die Spuren der, ich möchte mal sagen, der Urbarmachung zeigt. Und da gibt es drei Höfe. Einer davon gehörte also meiner Familie, mit ungefähr 30 Hektar. Damals waren die Viehbestände ja bei weitem nicht so groß, wie das heute ist. Es gab ja gar nicht so viel Futter. Die Erträge der Böden waren schwach. Heute sind sie vielleicht das Dreifache von dem, was damals war. Und der Viehbestand dürfte ungefähr gewesen sein, 8 bis 10 Kühe. Und dann, in meiner Jugend, spielten die Ochsen eine große Rolle. Das waren 6, 2 davon waren im Geschirr, die anderen standen auf Mast, haben also den Mehrwert verzehrt und wurden gehegt und gepflegt und waren praktisch die einzige Einnahme. Ja. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, Herr Höcherl, mussten Sie als Bauernbub auf dem Hof mitarbeiten? Die Sache ist so, zur damaligen Zeit, das war in den 20er Jahren, das waren sehr einfache Verhältnisse, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und es war ganz selbstverständlich, aber dass in der Landwirtschaft auch die Kinder, aber ohne Übertreibung, sondern altersgerecht, aber in die Arbeit eingeschaltet wurden, mit kleinen Verrichtungen, die sich dann steigerten. Aber bei diesen kleinen Verrichtungen wurde ich natürlich genauso herangezogen wie andere, aber ich bin dann mit 10 Jahren an die Oberrealschule nach Regensburg gekommen und damit war ich ja nur mehr in den Ferien zu Hause, konnte also nur mehr in den Ferien eingesetzt werden, aber in den großen Ferien war es ja so, dass da die meiste Arbeit anfiel, weil es die Erntezeit war. Ja, ich hatte, Sie haben später mal geäußert, dass es besser gewesen wäre, wenn Sie auf ein humanistisches Gymnasium gegangen wären, statt auf eine Oberrealschule. Ja, das war so. Ich war auch zunächst am alten Gymnasium angemeldet, aber das würde auch meinen Neigungen besser entsprochen haben. Aber unser Lehrer war der Meinung, und das war so eine Welle, da kommt ein Zeitalter der Technik,
Da waren vorher, muss man umpolen. Ich wurde dann abgemeldet beim alten Gymnasium und bei der Oberrealschule angemeldet. Würden Sie sagen, dass Sie während der Schulzeit so etwas waren wie eine Art Schlingel? Oder waren Sie ein sittsamer Schüler? Nein, sittsam, das kann man wirklich, nicht sagen. Aber ich hatte in der Schule keine Lernprobleme. Ja. So dass man das in der Schule kam, konnte ich mir vieles erlauben. Aber nun sonst also gehöre ich nicht zu den Braven. Also Sie waren zum Streichen aufgelegt? Ja, sehr, sehr. Ja. Das, ja. Ja, und meine Eltern hatten da war auch so einige Schwierigkeiten. Und zwar deswegen von dem Studium, von den Internaten kamen da Anklagen Beschwerden. Mhm. Von der Schule kamen relativ wenig Beschwerden und es kamen anständige Zeugnisse. Ja. Ne? Sodass meine Eltern konnten also diesen Zwiespalt sich gar nicht erklären. Mhm. Aber wie man auf der einen Seite so und auf der anderen Seite also nun doch mit brauchbaren Ergebnissen kommen kann. Herr Höcherl, wir schreiben das Jahr 1931. Es geht um die Frage, was tun Sie nach dem Abitur? Haben Sie Ihre weitere Ausbildung selbst maßgeblich bestimmt? War es ein gemeinsamer Beschluss mit Ihren Eltern oder gab es wieder Einflüsse von außen? Sie haben ohne Einflüsse von außen kann man ja überhaupt nicht existieren. Ne? Das kommen ja viele Eindrücke, die verarbeitet werden und dann zu Vorstellungen. Ja, ich meine personelle Einflüsse. Nein, ich habe das absolut selbstständig gemacht. 1931 haben wir absolviert. Die Klasse hält heute noch zusammen. Funktioniert sehr gut. Das ist nicht an der Tagesordnung. Sie gingen nach Berlin. Ist zunächst mal überraschend. Warum nach Berlin? Ja, ich wollte ja mal raus aus diesem ganzen Bereich. Nun, sicher, Berlin war ja attraktiv und ist es heute noch, aber damals eben hatte eine ganz große Anziehungskraft und war eine ganz vorzügliche Universität. Sie wissen ja, dass man als Jurist nach der damaligen Ordnung, mussten sie im eigenen Lande ja, Schlussexamen machen und deswegen auch die letzten Semester. Und ich war also der Meinung, Berlin, das so einmalig besetzt war, es waren keine Massen. Kein Massenandrang an Universitäten. Berlin hatte damals 10.000 Studenten. Und heute ist es, glaube ich, 40.000 oder 50.000. Nein, die Anziehungskraft war so groß und ich wollte Berlin erleben, wollte also mal raus aus diesem ganzen Bereich. Ja, sicher war das auch ein Traum oder eine Fantasie, der ich aber nachgehen konnte. Spielte eigentlich in der Universität in Berlin Politik unmittelbar hinein? Ja, gab es Einflüsse von den Lehrern auf die Studenten? Von den Lehrern weniger, nicht? Das möchte ich nicht sagen. Ja. Die Lehrer haben also tatsächlich ihren hohen wissenschaftlichen Rang, den sie fast durchwegs hatten. Es war ja interessant, wenn man die Dinge nachträglich übersieht. Da waren zwei sozialdemokratische Kultusminister, Becker und Grimme. Und die haben also in einer Art und Weise für eine Berufungspolitik gesorgt, der den Ruf von Berlin heute noch begründet. Jetzt zu Aix-en-Provence. Warum von Berlin dorthin? War das eine Art Flucht? Warum nach Frankreich? Ja, Frankreich. Ja, Sie wissen, meine Fremdsprache war Französisch. Ne? Ah ja. Die wir von der 1. bis zur 9. Klasse hatten. Und dann ab der 4. noch Englisch. Ne? Also wir waren also mit Französisch recht gut ausgestattet, aber eben nur mit literarischem Französisch. Ein Auslandsaufenthalt war auch eine Vorstellung, vielleicht kann man sie vergleichen mit der Vorstellung, von Landshut nach Berlin zu gehen, wenn man einmal von Berlin nach Frankreich. Wie viele Semester waren Sie da? Es war ein Semester. Ein Semester. Und man zählt dort nicht so nach Semestern, sondern. Ah, ja. Aber es war nach unserer Zählung, wäre es ein Semester gewesen. Und dann sind Sie zurück nach München. Ja, dann bin ich nach München. Ich musste allmählich, es war dann schon das vierte Semester, ich musste ja dann sehen, dass ich, wie würde der Bundeskanzler heute sagen, meine Schulaufgaben mache, oder Hausaufgaben, wie er sich ausdrückt. Nein, ich musste ja sehen, dass ich mich also in Bayern allmählich auf die Referendarprüfung vorbereiten muss. In dieser Zeit fällt, glaube ich, auch die Bekanntschaft mit Ihrer jetzigen Frau. Ja, das war schon 31. Ja, wir haben uns 31 kennengelernt und die Verbindung hat gehalten. Und wenn das Schicksal das alles erlaubt, wollen wir das in diesem Jahr
unsere goldene Hochzeit feiern. Also Sie sehen ungefähr, mit welchen, Jahresringen, was Sie es zu tun haben. Ja, Sie haben dann Ihr Examen gemacht? Ja, ich habe 1934 Examen gemacht, ja, im Justizpalast. Mhm. Und ja, da gab es ja, es war so damals bei den Examen, die waren öffentlich, ne? So wie das im alten China war. Ja. Man konnte also nun schon vorzeitig, also sagen wir mal im sechsten, ich habe im siebten Semester Examen gemacht, und rechtzeitig, konnte mir nicht erlauben, ein Semester nachzusitzen und so etwas. Ne? Das war ganz klar, dass man so schnell als möglich sein Examen macht. Und da war ja... Da aus Gründen der 30, Ungeduld oder aus materiellen? Aus materiellen. Ja, und nicht nur, ich möchte mal so sagen, es war selbstverständlich, dass man arbeitet und sein Examen macht. Ne? Wo waren Sie als Raffinerie? Ich war zunächst in Roding, in Roding also am Amtsgericht, und dann im Landgericht Regensburg, am Oberlandesgericht in München, in Nürnberg. Da habe ich in Nürnberg Examen gemacht, schriftlich, und dann mündlich in München im Justizpalast. Ja, dann war ich 2 Monate bei einem vierten Anwalt, wurde dann einberufen als Probeassessor, als Probeassessor nach Regensburg ans Amtsgericht und war zunächst Zivilrichter. Und dann später wurden Sie Staatsanwalt? Ja, dann wurde ich Gerichtsassessor, das war also, es ist so.